Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 15. November 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. AT&S erholt sich wieder und Barclays startet mit Austro-Aktien an der Wiener Börse. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey, and me. Here's Market and me. With Romy B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger. 3.285,49 Punkte, ein Plus von 0,79%, jetzt um 12.21 Uhr für den ATX. Gewinner-Verlierer blicken wir wieder auf den 42 Titel umfassenden ATX Prime und da ist heute die AT&S vorne mit plus 7,5% zu Mittag, nachdem es gestern den schlimmsten Handelstag seit 2020 gegeben hat mit 14% Minus. Auf Rang 2 haben wir Palfinger mit plus 3,6%, RHI Magnesita mit plus 3,4%, Meyer-Mellenhof plus 2,8%, Do & Co. plus 2,0%. Auf der Verliererseite Agrana mit minus 2%, Marino mit minus 0,8%, Euroteleseits minus 0,7%, Amag ebenfalls 0,7% und das gilt auch für die Frequentis mit minus 0,7%. Beim Geldumsatz ist es so, dass wir heute die CA immer vorne haben, also das ist wirklich verdächtig viel. 9,9 Millionen, schon die ganze Zeit wird da gekauft, also Starwood, Stichwort und so weiter und so fort. Erste Group 8,7 Millionen und wieder die AT&S mit 5,5 Millionen. Gestern war es in der Doppelzählung über 30 Millionen Euro. It's time for the main event. Main Event bringe ich heute die UBM. Die Zeiten haben sich verändert und dass man sagt, dass man die Anleihe zurückzahlen wird, war früher eigentlich eh klar, dass man die zurückzahlen wird und UBM wird das auch tun. Morgen sind 91,05 Millionen Euro der 3,1/8-Anleihe 18 bis 23 der 5-Jährigen fällig. Der Zinsaufwand wird sich deswegen künftig um 2,85 Millionen Euro per anno reduzieren und ja, bis zum November 25 sind bei der UBM keine weiteren Rückzahlungen fällig. Darin sieht das Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu anderen Marktteilnehmern. Und ja, dass man heutzutage sagen muss, dass man sich eine Tilgung auch leisten kann, ist irgendwie ein Zeichen der Zeit. Die Verschuldung war bei einigen Unternehmen doch relativ groß. Und für mich ist das Main Event, dass die UBM das auch so schön kommuniziert und die Aktie ist heute auch 1,5% im Plus. Dann noch was ein bisschen Witziges. Barclays Bank Ireland PLC ist ab heute 66. Handelsmitglied an der Wiener Börse. Sind es 21 österreichische, 45 internationale Banken. Und ich habe da eine Message to Rudy bekommen, quasi in unserem System, wie wir das immer wieder so gehabt haben. Na, wo ist das jetzt? A message to you. So lange nicht mehr gespielt. Ob es sein kann, weil die Kurse heute steigen, ob das Barclays ist. Nein, das glaube ich nicht. Man kauft ja auch selten auf eigene Rechnung, aber vielleicht hat man einen Kunden mitgebracht. Vielleicht tut man heute auch erst implementieren, all das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich immer gut, wenn neue Handelsteilnehmer an die Wiener Börse kommen. Gut sind auch Vorstandskäufe, also Directors Dealing sind bei. Der Lars Mosdorf, CFO von der Euroteleseits, der hat 5.900 Aktien zu 3,39 gekauft. Dann Valneva, die wollen ein bisschen das Modell des Unternehmens umbauen. Derzeit haben sie ein zweistufiges Governance-Modell, das einen Aufsichtsrat und einen Vorstand umfasst. Und sie wollen auf einstufig zurückgehen, quasi ein Board of Directors, wie es international durchaus üblich ist. Und der Thomas Lingelbach, der CEO von Valneva, soll dem Board angehören. Dann haben wir Kapsch, die haben durch die Einigung im Schiedsverfahren mit Bundesrepublik Deutschland einen Mittelzufluss von 79 Millionen Euro im ersten Halbjahr gehabt und damit hat sich das EBIT von 5 Millionen auf 73 Millionen erhöht. Der Umsatz ist um 1% gestiegen. Und dann haben wir noch Wienerberger, Traders Place, Pira Mobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold & Co., Baderbank, Warimbex, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research, VIG, AT&S, das 15. Unternehmen von 40 mal DAX,
45 Mal Österreich. Genau. Und dieses 15. Unternehmen Mal DAX ist die Immofinanz. Und ich darf jetzt mit meiner Megafon-Stimmeneinstellung CEO Radka Döring zitieren. Als größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland für die Immofinanz sowohl als Immobilien- als auch als Finanzmarkt von sehr großer Bedeutung. Mit unseren Bürolösungen bieten wir Mietern und ihren Mitarbeitern innovative und nachhaltige Arbeitswelten. Gleichzeitig sind deutsche Kapitalmarktteilnehmer, wie für fast alle Unternehmen an der Wiener Börse, auch für uns wichtige Investoren. Die Podcasts sind daher eine gute Möglichkeit, den aktiven und offenen Dialog mit unseren Aktionären, Anleiheinhabern und Analysten zu intensivieren. Wunderbar, damit ist auch die Year-to-Date Nummer 1 im ATX 2023 dabei. Und finally habe ich noch Research. Die Baader Bank hat nach Zahlenbekanntgabe die Kaufempfehlung und das Kursziel von 7 Euro für Polytech bestätigt. Man ist überzeugt, dass die Effizienzprobleme gelöst werden können. New Ways hat Rosenbauer auf Kaufen und das Kursziel ist 54 Euro. Kepler Chevreux bleibt Valneva, sorry, auf Kaufen und erhöht von 9 auf 9,3 Euro. Montega bestätigt die Kaufempfehlung und Kursziel 59 für FACC. Bernstein bestätigt AMS Osram mit Kaufen, nimmt das Kursziel von 7 auf 4 Schweizer Franken zurück. JP Morgan hat ebenfalls AMS Osram angeschaut, neutral, Kursziel 10,5 Schweizer Franken. So, das war's für heute. Wir hören uns morgen mit einem neuen Partner von 40 mal DAX und 40 mal Österreich. Tschüss einmal von meiner Seite, von wem sonst eigentlich. Baba!